Ja, ich sage herzlich willkommen zum Webtalk von erwachsenenbildung.at, dem Online-Diskussions- und Bildungsformat von Conedu, mit dem Thema dieses Mal Erwachsenenbildung zwischen Öffentlichkeit und Markt. Mein Name ist Christine Berntheiler. Wir sind Projektträger von erwachsenenbildung.at, Verein Conedu, und das Format wird vom Bildungsministerium gefördert und wir sind Gastgeber dieser einstündigen Online-Diskussion. Im Hintergrund wird meine Kollegin Karin Kulmer, die Koordinatorin ist vom WebTalk, für technische Fragen für Sie da sein. Ja, wer schon mal bei uns war, der kennt unsere Vorstellungsrunde. Einige haben diese schon genutzt. Links unten sehen Sie, Sie haben die Möglichkeit, sich da im Chat in dem kleinen Fenster links unten vorzustellen. Da würden wir uns freuen, dass wir auch die Teilnehmer, die da sind, sich auch dort vorstellen würden. Aha, ich sehe gerade, wir haben da auch bekannte Teilnehmer. David Rötler ist auch schon dabei, meine Kolleginnen. Petra Steiner hat sich vorgestellt von WBA, sehr schön. Und es gibt auch eine Umfrage zum Tätigkeitsfeld. Und die bitte ich auch alle Teilnehmerinnen, diese auszufüllen. Es wird später noch ein paar weitere Umfragen geben. Und Sie haben auch, also alle Teilnehmerinnen haben auch die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen oder auch Beiträge an das Podium zu stellen. Dieses Mal haben wir die Vorstellungsrunde und das Chat, da haben wir ein gemeinsames Fenster. Das heißt, dass Sie das dann dort auch eingeben können, dort, wo Sie sich vorstellen. Das Webtop wird aufgezeichnet, das heißt, die Teilnehmerinnen, die jetzt dabei sind, also auf Podiumsteilnehmer, erklären sich bereit mit ihrer Teilnahme bereit, dass die Aufzeichnung gemacht wird. Wir möchten Sie auch bitten, uns am Ende wieder wissen zu lassen, wie Ihnen die Diskussion gefallen hat, und Sie werden von uns dann einen Link mit einer kurzen Umfrage bekommen. Ja, und dann würde ich sagen, es geht los. Unsere Podiumsteilnehmer warten schon gespannt. Wir alle sind heute zum ersten Mal bei einer Online-Moderation und ja, bin schon gespannt, wie die Stunde verlaufen wird. Es ist heute unser 8. Web-Talk und unser heutiges Thema ist auch Titel des Magazins Erwachsenenbildung Nummer 32 und das wird Ende Oktober erscheinen in 2 Wochen mit dem Titel Öffentlichkeit und Markt in der Erwachsenenbildung, wozu ein öffentliches Bildungswesen? Es ist ein sehr aktuelles Thema. Am kommenden Sonntag finden die nächsten Nationalratswahlen statt. Und wir möchten uns heute mit folgenden Fragen beschäftigen beim WebTalk. Einerseits, welche Rolle spielt die Erwachsenenbildung bei der Stärkung der Öffentlichkeit und bei der Bewahrung der Demokratie? Vor allem auch im Hinblick auf die Mündigkeit von Bürgerinnen, Wählerinnen. Welche Rolle hat sie für das Demokratieverständnis und auch was trägt zum Demokratiebewusstsein bei? Wie öffentlich muss oder soll das Bildungswesen oder die Erwachsenenbildung sein? Ja, ich möchte noch unsere Podiumsteilnehmer sehr herzlich begrüßen und ich freue mich, dass Sie gekommen sind und bedanke mich, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Wir haben einen Vertreter aus der Wissenschaft, den Kurt Schmid, und 2 Vertreter der großen Sozialpartner, also der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitgeberinnenseite, und ich freue mich auf eine interessante Diskussion. Zu den Podiumsteilnehmern, von links nach rechts quasi, der Herr Dr. Peter Zeitler als Podiumsgast, der ist Jurist, ausgebildeter Jurist, Mitarbeiter in der Abteilung für Bildungspolitik der Wirtschaftskammer Österreich. Er ist Vorsitzender des Bundes- und Berufsausbildungsrates in Wien und österreichweit als Koordinator der Meister- und Befähigungsprüfungen tätig. Grüß Gott, Herr Zeitler. Der Herr Magister Kurt Schmid, den Herrn Magister Tölle als Podiumsgast, ist Soziologe, Weiterbildungsexperte der Arbeiterkammer Wien und in zahlreichen Gremien als Bildungsexperte tätig, unter anderem als Mitglied der Steuerungsgruppe der Initiative Erwachsenenbildung sowie des Kuratoriums der Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds, also des WAF. Der Herr Tölle ist auch Mitglied in der Jury des Staatspreis Erwachsenenbildung, über den wir auf unserer Website berichten und der demnächst verliehen wird. Last but not least
möchte ich den Magister Kurt Schmid heute als Impulsgeber begrüßen. Er ist Volkswirt und Mitarbeiter am Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft in Wien und hat zahlreiche empirische Studien zur beruflichen Erst- und Weiterbildung gemacht, ist im Bereich Qualifikationsforschung tätig, macht Bildungsstromanalysen und Prognosen und in verschiedenen anderen Bereichen. Aktuell auch eine Publikation zu Privatuniversitäten. Und er ist Mitglied im Fachbeirat des Magazin Erwachsenenbildung.at und gemeinsam mit Lorenz Lasnik Mitherausgeber unserer aktuellen Magazinausgabe. Herzliches Grüß Gott an die Hallo. Teilnehmerin. Ja, zum Ablauf. Wie läuft der heutige Webtalk ab? Wir werden einen Impuls, wird uns der Kurt Schmid geben. Oh, das geht nicht. Und danach werden wir in die Diskussion hineingehen. Es sind jederzeit Fragen im Chat möglich und Sie werden da auch betreut durch meine Kollegin, die Karin Kulmer. Ja, lieber Kurt Schmid, ich habe das schon angesprochen, du gibst gemeinsam mit Lorenz Lasnik vom IHS die nächste Magazinausgabe heraus zum Thema Öffentlichkeit und Markt in der Erwachsenenbildung. Was war eure Motivation für diesen Call und zur aktuellen Magazinausgabe? Ja, besten Dank, einen wunderschönen guten Nachmittag an alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen, an meine Kollegen, Kolleginnen vom Podium. Die Idee, die Intention des Calls war genau dieses Spannungsverhältnis zwischen Markt und Öffentlichkeit zu thematisieren. Christine Berndaler hat es schon angeführt, Bildung und der Connex, Demokratieverständnis und auch bewusstseinsbildende Funktion von Bildung für Demokratie ist ja ein ganz zentrales Element unserer Vorstellungswelt, unseres Denkens. Gleichzeitig ist schon auch spannend, dass mit diesen Vorstellungen in letzter Zeit und auch gerade auch international es auch Diskussionen gibt in Richtung Privatisierungstendenzen von Bildung, von Schule, von Erwachsenenbildung. Dahinter stecken natürlich unterschiedlichste Motive, ideologische Vorstellungen, aber auch Zielvorstellungen. Man denke zum Beispiel nur an die Diskussion Schulautonomie in Österreich. Und das Spannende ist aus unserer Sicht gewesen, einerseits versuchen zu hinterfragen mit dem Call oder versuchen Beiträge anzuregen, die näher auf dieses Feld Markt, Öffentlichkeit, Staat eingehen, weil in der breiten Vorstellung wird das üblicherweise als Gegensatzpaar gesehen. Also quasi Markttendenzen gehen quasi auf Kosten des Staates oder staatlicher Regulierung und staatliche Regulierung sozusagen ist vermeintlich frei oder wenig beeinflusst von marktwirtschaftlichen Impulsen oder Verhaltensweisen. Und in unserer Vorstellung unsere Idee des Calls war das, dass wir meinen, dass es zu kurz gefasst ist. Diese beiden Dimensionen sehr, sehr viel komplexer sind in Zusammenhang, aber auch in ihrer Widersprüchlichkeit. Also das war sozusagen eine Intention, Beiträge zu animieren, die sich diesem Themenfeld widmen. Und als zweiten großen Themenblock, der uns interessiert hat, ist das Zusammenspiel oder die Dimension, inwieweit Bildung und die Erwachsenenbildung im Fokus der Konnex zur Demokratie ist. Und das ist eigentlich so ein Themenfeld, das in Österreich, zumindest aus Forschungsperspektive, unserer Ansicht nach, doch sehr unterbeleuchtet ist. Also inwieweit ist auch quasi eine öffentliche Bildung und insbesondere Erwachsenenbildung eine Bedingung oder Vorbedingung überhaupt für eine demokratische Gesellschaft. Das hat uns interessiert, diese Fragestellung. Wir haben eingeladen zu dem Call. Wir haben sehr, sehr spannende Beiträge bekommen. Gleichzeitig, was schon noch auffallend war, ist genau zu dieser letzten Frage des Konnex zwischen Bildung, Erwachsenenbildung und einer demokratischen Gesellschaft, haben wir doch vergleichsweise weniger Einreichungen bekommen und kann man mal als Befundaufnahme so stehen lassen. Was
vielleicht auch damit zu tun hat, aber das ist eine offene Frage. Wenn man sich jetzt Bildung ansieht, ist schon das Spannende, wie differenziert das Feld ist. Also sozusagen Bildung von jetzt Schule oder Erstausbildung gesprochen, ist teilweise sehr, sehr unterschiedlich situiert hinsichtlich der Anbieter, hinsichtlich Inhalte, hinsichtlich Finanzierungsstrukturen, aber auch hinsichtlich sozusagen Privatisierungstrends, als wie zum Beispiel die Erwachsenenbildung. Und ich habe mir erlaubt, jetzt sozusagen als kleinen Einstieg auch noch für die Diskussion die Finanzierungsstruktur der Weiterbildungsfinanzierung in Österreich hier zu präsentieren. Das sind Daten aus dem Jahr 2009 durchgeführt. Ich habe gesehen, der Folie ist nicht in der vierten Quelle dazu, von Lorenz Lastnik und Kollegen im Auftrag der AK Wien ist diese Studie gemacht worden. Das Spannende ist, wenn man sich die Weiterbildungsfinanzierung ansieht, die Daten, die zur Verfügung stehen, sieht es so aus, dass man sozusagen fast von einer Zweiteilung sprechen kann. Auf der einen Seite öffentliche Ausgaben im engeren Sinn des Staates machen ungefähr 14% aus. Wenn man die Qualifizierungsmaßnahmen des AMS gemeinsam mit dem Europäischen Sozialfonds nimmt, laufen darüber 35% der Ausgaben. Und auf der anderen Seite auch einen sehr, sehr hohen Anteil privater Ausgaben im Bereich Weiterbildung, Erwachsenenbildung, einerseits durch die Betriebe und andererseits durch die Privatpersonen selbst. Insgesamt werden ungefähr 2,6 Milliarden Euro Gesamtausgaben für Weiterbildung in Österreich getätigt. Wenn man die öffentlichen Ausgaben des Staates, also hier um die 14%, in Beziehung setzt zu den gesamten öffentlichen Ausgaben, die Österreich tätigt, sozusagen zu den Budgetausgaben, dann sind wir im Bereich von 0,5%. Das heißt, ein halbes Prozent der öffentlichen Ausgaben werden für Erwachsenenbildung, Weiterbildung getätigt. Das ist doch ein sehr geringer Wert. Auch wieder ein bisschen ein internationaler Vergleich aus der Studie. Insgesamt haben wir eigentlich in Österreich relativ hohe Weiterbildungsausgaben, dabei aber eher niedrige im öffentlichen Bereich oder niedrige öffentlichen Ausgaben, vergleichsweise hohe private Ausgaben und insgesamt eine doch im internationalen Vergleich eher niedrige Beteiligung. Ein spannendes Ergebnis zum Abschluss noch, wenn man die paar Länder vergleicht, die in der Studie drin waren, gibt es eigentlich keinen Zusammenhang zwischen Gesamtausgaben und Gesamtbeteiligung bei der Weiterbildung. Also anscheinend kommt es sehr, sehr stark auf den Mix an, der angewandt wird und sehr, sehr stark auch darauf an, sozusagen hier einen guten Hebel zu finden, insbesondere höchstwahrscheinlich auch der öffentlichen Ausgaben, um hier wirklich die Beteiligung oder eine entsprechende Anreizwirkung in der Beteiligung zu entfalten. Fazit meines Erachtens ist, und das zeigt auch ein bisschen auch diese Grafik, darum habe ich sie auch genommen, die Frage von privat versus öffentlich oder staatlich ist eine sehr komplexe. Wir sehen es hier an der Finanzierungsstruktur, sozusagen die Anbieterstruktur ist teilweise spiegelbildlich dazu oder sozusagen ganz ähnlich strukturiert. Und ich freue mich jetzt auch schon sehr auf den Input der beiden Kollegen von den jeweiligen Sozialpartnern, deren Sichtweise, auch deren Sichtweise, welche Rolle die öffentliche, ein öffentliches Bildungssystem in ihren, aus ihrer Perspektive jetzt für Erwachsenenbildung, Weiterbildung hat, aber natürlich auch dann der Konnex zu dem Themenfeld Demokratie, wie relevant Erwachsenenbildung ist für ein demokratisches Verständnis und natürlich auch für die Bewusstseinsbildung im Sinne einer demokratischen Gesellschaft. Ich stopp hier und gebe zurück zu dir, Christine, bitte mit der Moderation für die weitere Diskussion. Dankeschön. Ja, danke, lieber Kurt, für deinen Input. Das waren, glaube ich, auch nochmal interessant, ein paar Zahlen zu sehen. Und ja, ich möchte auch gleich weitergeben an unsere beiden anderen Podiumsteilnehmer.
Also bezogen auf das Spannungsverhältnis Marktwirtschaft, staatliche Verantwortung der Bildungspolitik wie öffentlich soll Erwachsenenbildung sein, und sehen Sie einen Trend in Richtung mehr marktwirtschaftlicher oder anderer Mechanismen? Ja, darf ich vielleicht den Herrn Magister Tölle als Vertreter der Arbeiterkammer bitten, als erstes ein Statement dazu abzugeben? Ja, sehr gerne. Hören Sie mich? Funktioniert das Mikrofon? Hallo? Ja, danke, ja, das funktioniert gut. Also. Ja, gut, weil wir haben gerade ein bisschen was umgestellt. Okay, ich würde es einmal so auf den Punkt bringen. Aus meiner Sicht heißt öffentliche Verantwortung für Erwachsenenbildung so viel und so weit wie möglich. Ich denke, dass dieses Ergebnis der Studie damals von Lasnik, Vogtenhuber und Osterhaus sehr deutlich gezeigt hat, dass die finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand hier in Österreich doch relativ niedrig ist. Und ich denke, wenn man immer wieder redet vom lebenslangen Lernen, vom lebensbegleitenden Lernen oder Lifelong Learning oder wie immer man das nennt, es sind verschiedene Begriffe für genau das Gleiche, dass eben Lernen nicht aufhört. Sogar in der nachberuflichen Lebensphase muss man immer wieder lernen, mit neuen Smartphones umzugehen, die dann noch mehr können als das alte. Aber was uns natürlich besonders interessiert als Arbeiterkammer, ist diese Phase der Erwerbstätigkeit, wo man in der Lage sein muss, das, was an neuen Technologien kommt, auch zu beherrschen und einfach beruflich am Ball zu bleiben oder sogar in eine andere Branche zu gehen, wenn die Nachfrage im eigenen Betrieb oder in der eigenen Branche nachlässt. Wir haben ja da einige Beispiele, die Drucker werden nicht mehr so gebraucht wie früher. Wohin sollen sie sich orientieren? Was sollen sie tun? Wenn wir jetzt noch einmal kurz auf diese Studie zurückgehen, und ich wusste natürlich, dass sie hier kurz präsentiert wird. Ich lese nur einen Satz vor, nämlich den allerletzten Satz der Studie in der Zusammenfassung. Dort steht, die individualisierte Strategie führt zu höheren Kosten, niedrigerer Beteiligung und höherer sozialer Selektivität. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Wir wissen auch aus anderen Studien zur betrieblichen Weiterbildung, also dort, wo der Betrieb unterstützt, wo er Arbeitszeit zur Verfügung stellt und wo er auch die Weiterbildung finanziert, dass nicht alle Beschäftigten betrieblich weitergebildet werden. Wir reden ungefähr von einem Verhältnis von 3 zu 7. Das heißt, von 10 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen werden 3 weitergebildet und 7 nicht. Das verändert sich über die Zeit nicht wirklich. Jetzt ist die Frage, wenn man das woanders hin auslagert, wer fühlt sich dann dafür verantwortlich? Bei der Ziffer, die hier präsentiert wurde, öffentliche Finanzierung 14%, muss man sagen, dass da die Schulen für Berufstätige auch dabei sind. Das ist eine schöne Sache, das gibt es schon sehr lange in Österreich. Das bedeutet, ich kann am Abend berufsbegleitend eine Ausbildung machen, die mich zu einem höheren Abschluss führt, auf Ebene Sekundarstufe 2, ja, HTL, HAC, auch die AS, das geht. Das kostet viel Geld und das bezahlt die öffentliche Hand, also konkret das Bildungsministerium. Das macht aber schon eine sehr hohe Position aus. Jetzt kann man sagen, ist das mehr Schule, ist das mehr Erwachsenenbildung? Vom Alter her ist es natürlich Erwachsenenbildung. Was die Entwicklung jetzt anbelangt in den letzten Jahren, sehe ich etwas ambivalent. Man muss natürlich schon sagen, dass seit ungefähr dem Jahr 2006 das Budget für die Förderung der Erwachsenenbildung immer wieder erhöht wurde und hinaufgesetzt wurde. Wir haben seit 2012 die sogenannte Initiative Erwachsenenbildung, wo jetzt erstmals Basisbildung und das Nachholen des Pflichtschulabschlusses zu 100% gefördert wird. Die Hälfte zahlt das Bildungsministerium und die andere Hälfte das jeweilige Bundesland. Das ist neu, das hatten wir vorher noch nicht. Das konnten wir glücklicherweise verlängern im Juni und haben das dann jetzt ab Anfang 2018 noch mal 4 Jahre. Das, glaube ich, ist ein Modell entstanden durch jahrelange Entwicklungsarbeit. Also da stecken 4 Jahre
harte Arbeit dahinter, das auch richtungsweisend sein kann für andere Bildungsinhalte, denn jetzt ist einmal abgedeckt Basisbildung und Pflichtschulabschluss, aber anderes fehlt noch, wie zum Beispiel, sagen wir, die Berufsreifeprüfung, die ja jetzt in dem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert und wo wir ja schon an die 30.000 Absolventen und Absolventinnen haben, die einen großen finanziellen Eigenbeitrag leisten. Das ist vielleicht etwas Besonderes hier in Österreich, dass der Einzelne sehr wohl bereit ist, auch in seine Weiterbildung zu investieren. Gleichzeitig natürlich auch einige da nicht mithalten können und diese Mittel nicht haben. Deswegen würde ich noch einmal jetzt zusammenfassend sagen, öffentliche Verantwortung im Zeitalter des lebenslangen Lernens unbedingt und mehr als bisher möglichst ausbauen, auch wenn öffentliche Verantwortung nicht nur heißt, alles finanzieren, da geht es auch um Rahmenbedingungen, die man abstecken muss, da geht es um Richtlinien, um Gesetze und die entsprechenden Bestimmungen. Und dafür muss man sich verantwortlich erklären. Und wir versuchen halt in allen Gremien und Kommissionen und Beiräten, wo immer die Arbeiterkammer vertreten sind, in diese Richtung zu argumentieren und hier etwas zu erreichen. Ja, danke für das Statement. Also öffentliche Verantwortung in bestimmten Bereichen und für Sie sind der Meinung, dass es auch ausgeweitet werden soll. Ja, dann möchte ich den Herrn Dr. Zeitler als Vertreter der Wirtschaftskammer fragen. Also wie sehen Sie das? Wie öffentlich soll Bildung, wie öffentlich soll Erwachsenenbildung sein? Ja, grüße meine Kollegen auf dem Podium und die Teilnehmer. Danke, Herr Schmid, für die Darstellung der Studie. Ich möchte zunächst einmal schon als erfreulich sehen, dass die Betriebe 30% der Erwachsenenbildungs-, der Weiterbildungskosten tragen. Das zeigt doch, dass ein Bewusstsein besteht, dass Bildung der Mitarbeiter eine Investition ist, eine Investition in die Zukunft, die sich lohnt, sonst würden die Betriebe das nicht tun können. Das zeigt sich ja auch bei der beruflichen Erstausbildung, wo sie den überwiegenden Teil der Kosten tragen. Und das zeigt sich auch hier, weil immerhin die Unternehmen doppelt so viel tragen, zumindest wie der Staat in diesem Fall. Ich möchte auch betonen, dass die marktwirtschaftlichen Mechanismen sinnvoll sind im Bereich der Erwachsenenbildung, weil sie doch gewährleisten, dass auf dem richtigen Weg ausgebildet wird, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder auch die Unternehmer Bildungsangebote bekommen und auch in Anspruch nehmen, die sie beruflich weiterbringen. Das geht bei einer zentral gesteuerten Angebotssituation nicht so gut. Ich meine, das hat ja auch der Gesetzgeber schon im Jahr 1859, wie er die Gewerbeordnung geschaffen hat, die geltende, im Auge gehabt, möglicherweise wir den Bildungsbereich von der Gewerberegulierung ausgenommen hat. Und das besteht ja bis heute. Natürlich ist es notwendig, dass es öffentliche Regulierungen gibt, dass es öffentlich auch eine Kostenbeteiligung gibt, denn es muss Anreize geben. Es ist nicht immer möglich, dass Bildungsteilnehmer die Kosten selbst tragen. Hier muss es natürlich Unterstützungen geben und auch für Bereiche, in denen vielleicht das Angebot, wenn es rein privatwirtschaftlich erfolgt, zu klein wäre, sollte es doch wesentliche Unterstützung geben. Und das wäre durchaus hilfreich, wenn das da oder dort auch ausgebaut wird. Im Grunde aber ist es erfreulich zu sehen, dass doch, und wir haben auch in Österreich eine vergleichsweise gute Bildungsbeteiligung älterer Personen. Und das wird wichtiger werden, weil, wie wir alle wissen,
die Wahrscheinlichkeit, im erstmals erlernten Beruf zu verbleiben, ja kleiner geworden ist. Dankeschön. Ja, danke. Danke mal für diese erste Runde, für Ihre ersten Statements. Ich schaue mal erstens einmal zu unserer ersten Umfrage. Ich weiß nicht, ob schon alle, die teilnehmen wollen, teilgenommen haben. In welcher Verantwortung soll die Erwachsenenbildung Ihrer Meinung nach sein? Also 100% unserer Teilnehmerinnen, die zusehen, fast 100%, jetzt ändert sich wieder was. Also 87% sehen sowohl in öffentlicher als auch in privater Verantwortung, also sowohl als auch, wobei jetzt, also das ist irgendwie so nicht über, genau, sowohl als auch. Und ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin in über sieht die Rolle eher in der öffentlichen Verantwortung. Und ich sehe auch gerade, die Frau Steiner hat noch eine Frage, und zwar sie interessiert etwas zusätzlich zu Steuerungspolitik und Finanzierung. Die Instrumente, die Methoden, die wir hier und dort einsetzen, sind mittlerweile einander sehr ähnlich. Das Bildungsmanagement-Know-how der gemeinnützigen Erwachsenenbildung stammt zu einem großen Teil aus der Traditionslinie der Handelswissenschaften. Hier gibt es also bei den Methoden eine Verschmelzung zwischen öffentlich und privatwirtschaftlich. Also zu den Steuerungspolitiken. Möchte jemand von den Podiumsteilnehmerinnen Bezug dazu nehmen, zu dieser Anmerkung oder Frage? Ja, vielleicht, ich finde die Frage sehr spannend von der Kollegin Steiner. Bin mir jetzt nicht sicher, worauf sie wirklich abzielt. Ja. Meint sie damit sozusagen eher die Steuerungspolitiken im Sinn einzelner Weiterbildungsträger oder Anbieter? Oder jetzt generell als System, weil aus einer systemischen Perspektive gesprochen wäre mein Eindruck eher, dass wir ja fast keine Politik haben. Nicht? Wir haben sozusagen unterschiedliche Player, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Stoßrichtungen. Aber so etwas wie eine abgestimmte Politik in diesem Feld gibt es ja gar nicht. Ich weiß nicht, inwieweit meine Kollegen da mit diesem sozusagen schnellen Befund da zustimmen. Und was ich auch an dieser Umfrage wirklich auch spannend finde, die 87,5%, die sagen, dass die Verantwortung von Erwachsenenbildung sowohl in öffentlicher als auch privater Verantwortung sein sollte, ist für mich schon auch eine Widerspiegelung vielleicht auch genau dieser Komplexität. Das ist einerseits die Komplexität, dass es halt öffentliche und private Finanzierungskomponenten gibt und gleichzeitig auch die Schwierigkeit, sozusagen wirklich die Interessenslagen zum Beispiel auch aus individueller Perspektive abzudecken. Weil Finanzierung ist natürlich ein eminent wichtiger Faktor, wenn es um Weiterbildung geht. Gleichzeitig ist er nicht der einzige. Also die Weiterbildungsbeteiligung hängt ja nicht nur von den finanziellen Möglichkeiten ab, die eine Person hat. Die kann schon relevant sein, aber sozusagen man weiß auch, dass die Weiterbildungsbeteiligung von sehr, sehr vielen anderen Faktoren mit beeinflusst ist. Das heißt, da stellt sich dann schon auch die Frage, inwieweit Geld oder zum Beispiel öffentliche Finanzierung eine Anreizwirkung haben kann, beziehungsweise in welchen Feldern sie eine Anreizwirkung haben kann. Und es macht ja auch vielleicht wenig Sinn, öffentliche Finanzierung sozusagen anzubieten oder zum Beispiel berufliche Weiterbildung stark öffentlich zu finanzieren, in den Feldern, wo es ja wirklich auch ein Interesse, ein Eigeninteresse von Personen gibt, das selbst zu finanzieren. Also man hätte dann riesen Mitnahmeeffekte, und da stellt sich für mich schon die Frage, ob man diese Finanzmittel dann nicht gezielt und besser dort einsetzt, wo sozusagen es wirklich an der Finanzierung liegt oder an sozusagen an der, wo Individuen zu wenig finanzielle Mittel haben und das dann wirklich ein Hemmnis ist, an Weiterbildung teilzunehmen. Also mein Plädoyer wäre da quasi für einen sehr exakten und genauen Blick dorthin,
wo unsere Mechanismen oder wie unsere Mechanismen wirken. Und jetzt und damit auch ein bisschen so das Plädoyer von der Doktel oder manchmal ideologischen Überfrachtung dieser Fragestellung ein bisschen wegzukommen und ein bisschen stärker dahin zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Weil es gibt auch Bereiche, wo öffentliche Finanzierung wahrscheinlich nicht so gut funktioniert derzeit. Es gibt auch Bereiche, wo private Finanzierung sicherlich nicht ausreicht. Und das dann immer in einem Wechselspiel zu spielen mit sozusagen ideologischen Positionen, halte ich für eher kontraproduktiv. Ne? Das Interesse sollte ja sein, wirklich nicht nur Mittel effizient einzusetzen, öffentliche Mittel, sondern wirklich auch zu schauen, wo kommt es an und wo habe ich wirklich einen Hebel, der in Richtung Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung geht. Das heißt, also das wirklich differenziert zu sehen auch und je nachdem, also in welchen Feldern also öffentlich finanziert und auch privat finanziert werden sollte. Gibt es bestimmte Bereiche, wo Sie sagen, die möchten Sie gerne ansprechen, die überwiegend öffentlich oder überwiegend privat finanziert werden sollte? Möchten Sie dazu Stellung nehmen? Also der Herr Tölle, der jetzt gerade visuell verschwunden ist, ich hoffe zumindest akustisch ist er noch da. Ja, noch da? Ja, sehr gut. Wir sehen Sie zwar nicht, aber wir hören Sie. Hat ja in seinem Statement auch angesprochen, also diesen Bereich des Nachholen des Pflichtschulabschlusses, der ja derzeit also gänzlich in öffentlicher Verantwortung ist oder der gänzlich öffentlich finanziert wird, nicht Verantwortung ist, aber finanziert wird und auch mit der Tendenz ist, dass es weitere Bereiche geben sollte. Er hat zum Beispiel die Berufsreifeprüfung angesprochen. Also wie sehen Sie das, also vielleicht Herrn Dr. Zeitler, sehen Sie Bereiche, wo Sie sagen, ja, die sollten vielleicht eher in der öffentlichen, im öffentlichen Hand sein, andere sehen Sie eher in der privaten, im privaten Bereich? Ja. Also ich würde schon auch hier dem Magister Tölle zustimmen, dass ich dort, wo ich formelle Bildungsabschlüsse nachhole, um eben auch eine Durchlässigkeit unseres Bildungssystems zu erreichen und dort, wo sie besteht, zu verbessern, dass hier eine öffentliche Finanzierung schon Sinn hat. Denn ich meine, man sollte schon im Auge haben, wenn jemand von Haus aus eine Matura macht an einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren Schule, bekommt er dieses Angebot auch von der öffentlichen Hand gratis zur Verfügung gestellt. Und da soll jemand, der halt aus den unterschiedlichsten Gründen nicht sofort das schulische Angebot in Anspruch nehmen kann, sondern eben später auf diesen Weg kommt, schon von der Öffentlichkeit voll unterstützt werden. Ich glaube, im Sinn auch einer Gleichbehandlung der verschiedenen Bildungswege ist das zu befürworten. Man soll ja vielleicht doch auch, und hier sind ja beide Sozialpartnerinstitutionen Anbieter, sehen, dass bei der beruflichen Erwachsenenbildung ja viel mehr private Kostenbeteiligung besteht als bei der Schulbildung und auch bei der akademischen Bildung. Also hier ein bisschen aufzuholen kann sicher nicht schaden. Und ich würde auch sagen, dass man die weitere berufliche Bildung dann unterstützen könnte, also auch bis zur Meisterprüfung hinauf, dass es hier, es gibt in Bundesländern, es gibt Bundesländer, zum Beispiel Salzburg, die das zu fast 100% finanzieren, aber hier könnte man doch schauen, wie die Landschaft in ganz Österreich aussieht und hier etwas mehr vielleicht hier unterstützend wirken. Okay, ja, danke schön. Also, ich sehe schon, die Teilnehmerinnen beteiligen sich auch schon. Also ich möchte Sie einladen, die Umfrage, die meine Kollegin gestartet hat, welche Angebote der Erwachsenenbildung sehen Sie in Zukunft eher in öffentlicher, welche in privater Verantwortung, und wir warten noch ein bisschen ab, also die Teilnehmerinnen geben noch ein, also bitte beteiligen Sie sich oder stellen Sie auch Fragen im Chat oder
geben Sie Ihre Beiträge ein. Wir freuen uns über Ihre Kommentare auch. Ja, zu dieser Frage darf ich den Herrn Töller, den Herrn Schmid noch bitten, wie sehen Sie das? Welche Angebote sehen Sie in Zukunft eher öffentlich, welche privat? Wenn Sie mich hören, würde ich jetzt noch was sagen. Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie, ja, der Herr Töller. Okay, dann sage ich gerne, leider mit dem Bild ist irgendwas passiert. Das Beispiel jetzt mit dem Pflichtschulabschluss. Wir hatten das ja früher nicht. Früher war es so, dass es eine Förderung gab, einmal vom Ministerium, einmal sagen wir vom Land Wien oder vom Land Vorarlberg. Und dann gab es ein Angebot, da konnte man den Pflichtschulabschluss nachholen und hat nichts bezahlt. Und dann musste man 666 Euro zahlen oder dann gab es sogar ein Angebot um 1980 Euro. Das kam dann natürlich nicht zustande, weil diese Zielgruppe diese Mittel nicht hat. Und jetzt haben wir aber ein eindeutiges Bekenntnis von Bund und von allen Ländern, das wollen wir nicht mehr, diesen Fleckerlteppich. Wir wollen für diese Zielgruppe das Angebot finanzieren und zur Verfügung stellen. Ich halte das für einen Fortschritt. Es gibt noch ein zweites Instrument, das ich hier gerne anführen möchte, das ist das Fachkräftestipendium. Das ist erstmals eine Unterstützung für den Lebensunterhalt, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Stipendium für jene, die schon erwachsen sind und eine schulische Ausbildung machen wollen. Das hat es vorher nicht gegeben. Es gibt zwar ein Stipendium für ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule, aber zum Beispiel für die Krankenpflegeschule hat es das nicht gegeben. Oder für ein HTL-Kolleg. Ja. Das gibt es seit 2013. Und da war das AMS bereit, das zu finanzieren und auch die Administration zu übernehmen. Wie überhaupt das AMS, wie auch die schon zitierte Studie zeigt, mittlerweile zu einem ganz großen Finanzier der Erwachsenenbildung in Österreich geworden ist. Das hat sich auch erst in den letzten Jahren entwickelt und ist auch vielleicht kein Zufall, weil auch dort jene Gruppen besonders stark repräsentiert sind, die sich ihre Weiterbildung selbst nicht leisten können und schon gar nicht eine Umschulung und eine berufliche Neuorientierung. Natürlich muss man das sehr spezifisch sehen, wenn ein Facharzt seine Weiterbildung macht und die braucht er natürlich völlig klar, dann hat er auch die Mittel hier zu investieren und kann sich dann über seine Einkommensteuererklärung einiges zurückholen, sodass das auch natürlich eine Förderung für Weiterbildung darstellt. Eben für eine einkommensstarke und spezifische Berufsgruppe. Man muss öffentliche Verantwortung differenzieren, sagen für gewisse Angebote ja, und andere kann man ruhig dem privaten Markt überlassen, der mittlerweile milliardenschwer ist, auch in Österreich. Und wie auch der Herr Dr. Zeitler gesagt hat, für diese formalen Abschlüsse, bis inklusive der Sekundarstufe 2, und da gehört für mich der Lehrabschluss natürlich auch dazu, und die Berufsreifeprüfung, da müssten wir noch nachdenken, wie wir ein Fördermodell schaffen, das österreichweit ident ist, denn jetzt haben wir es noch nicht. Wir haben bei der Berufsreifeprüfung verschiedene Förderungen, je nachdem in welchem Bundesland man wohnt, und wir haben das für den Lehrabschluss, also für die Vorbereitungslehrgänge auf die ausländische Lehrabschlüsse. Abschlussbildung haben wir das auch. Und da liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Ja, danke. Also unterschiedliche, also Angleichung auch zwischen den Bundesländern gewünscht. Ich schaue jetzt einmal zu unseren Teilnehmerangaben. Also die Teilnehmerinnen sind sich ziemlich einig, dass die Basisbildung, politisch Erwachsenenbildung und das Nachholen von Bildungsabschlüssen in öffentlicher Verantwortung sein sollte. Und eine starke Tendenz gibt es auch in Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und in Gesundheitsbildung mit 75%. Aha. Wir haben jetzt einen weiteren Beitrag. Jetzt ändert sich da wieder die Prozentzahlen. Und wir haben, das heißt, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, nachdem sich noch jemand seine Meinung mit abgegeben hat. Aber immerhin politische Erwachsenenbildung, also Demokratiebildung und Basisbildung bleibt bei 100%. Und wir haben jetzt bei dem Bereich, welche Angebote sehen Sie eher in privater Verantwortung? Da sind
sind die Kreativkurse, Fremdsprachenkurse und sonstige. Wobei mich sehr interessieren würde, also an die beiden Teilnehmerinnen, die sonstige angekreuzt haben, vielleicht könnten Sie noch ergänzen im Chat, was Sie damit meinen, also welche Kurse Sie da zum Beispiel meinen. Das wäre vielleicht noch interessant. Ja, wie sehen Sie, also Kurt Schmid, ich glaube, du hast noch, wie würdest du das beurteilen? Ich sehe gerade, die Frau Steiner sagt, berufliche, fachliche Weiterbildung sollte eher in privater Verantwortung sein. Okay, als sonstige. Genau, also das war auch das, was wir in den Statements gehört haben. Ich glaube, das deckt sich auch sehr gut mit unseren drei Statements im Wesentlichen, sozusagen der Verortung von im weitesten Sinn Erwachsenenbildung, Basisbildung im Sinn stärker öffentlich finanziert, angestoßen, berufliche Weiterbildung stärker sozusagen mit einer privaten Finanzierungskomponente, sei es über die Individuen oder sei es sozusagen über die Unternehmen. Im Detail kann man das sicher noch an etlichen Schräubchen drehen, wie der Herr Magister Tölle ausgeführt hat. Was ich spannend fände in diesem Bereich, sind vielleicht so als Ideen, zwei Ideen ganz kurz, wenn es um das Nachholen von Pflichtschulabschluss geht, beziehungsweise höchstwahrscheinlich auch Deutsch als zweite Fremdsprache, wäre vielleicht auch spannend, sich in Österreich einmal zu überlegen, inwieweit die Rolle der Öffentlichkeit ja nicht nur besteht, sozusagen in finanziellen Förderungen, sondern auch im Sinn sozusagen einer aufsuchenden Aktivität. Also es hat früher zumindest beispielhaft in Schweden diesen Ansatz gegeben, wo die Kommunen im Wesentlichen verpflichtet waren, Personen zu adressieren, von denen sie wussten, dass sie keinen Pflichtschulabschluss haben, und hier entsprechendes Angebot und Information bereitzustellen und versuchen zu animieren, dass diese Personen sozusagen auch eben öffentlich unterstützt, hier den Pflichtschulabschluss nachholen. Also ich finde das nach wie vor eine nicht unspannende Idee und wäre vielleicht auch für Österreich ganz spannend anzuwenden. Und ein zweiter Aspekt, auch vielleicht in Kombination mit der Frage von jetzt Gerechtigkeit, auch Gerechtigkeit im Sinne von jetzt öffentlichen Ausgaben oder öffentlichen Bildungsausgaben, die Frage von individuellen Bildungskonten. Das heißt, wenn man betrachtet, ein Hochschulabsolvent, eine Hochschulabsolventin, wenn die unser Bildungssystem durchläuft, dann hat sie zig Jahre öffentlich finanzierter Bildung, die zum sicher deutlich viel mehr ist, als wie jemand, der einen Lehrabschluss hat. Und man könnte sich ja überlegen, was wäre quasi eine Art Grundpackage, das jede Person haben kann an öffentlicher Finanzierung, und das kann man ja sozusagen festlegen am, keine Ahnung, Bachelor-Master-Abschluss, der in gewissen sozusagen Bildungsjahren man ziehen kann. Und diese Personen sollten sich dann, wenn es um berufliche Weiterbildung geht, zum Beispiel ganz stark dann selbst finanzieren, wenn ich einen Hochschulabschluss habe, also am Beispiel des fachlichen Weiterbildung von jemandem in der Medizin. Im Vergleich dazu, jemand, der einen Lehrabschluss hat, hätte dann noch ein Guthaben, ein öffentliches Guthaben, das er dann, wenn er in berufliche Weise, eine berufliche Weiterbildung investiert, sozusagen dann investieren kann, sei es am BIFI, sei es am BFI, sei es an anderen sozusagen Weiterbildungsanbietern. Und hier könnte man zumindest einmal auf einer auch finanziellen Seite, aus einer finanziellen Perspektive, in gewisser Weise eine Art Gerechtigkeit oder Gleichheitsmomentum einführen. Also das wäre so eine Idee, auch wie man ein bisschen eine andere Schiene fahren könnte und nicht nur sozusagen die klassischen Fördermodelle, Anreizmodelle
aufstellt, sondern vielleicht einen Schritt weitergeht. Interessanter Ansatz, also individuelle Bildungskonten, die ja quasi über die Lebensphasen hinweggehen und die, wo man eben quasi herausnehmen kann durch Hochschulbildung und dann noch die Möglichkeit hat, wenn man dieses, wenn man das nicht beansprucht hat, dass man, das finde ich ein spannender Ansatz. Wie sehen das die anderen Teilnehmer? Ist das für Sie ein möglicher, denkbarer Ansatz, also Herr Dr. Zeitler, ja. Also ich finde schon, dass das ja die Situation sehr deutlich beleuchtet, dass wir etwas tun müssen für die berufliche Bildung. Wir haben gesehen, dass die in Österreich eine wichtige Bedeutung hat. Wir wissen auch vom Arbeitsmarkt, dass wir einen Mangel haben an beruflich gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dass da oder dort sich ja schon abzeichnet, dass wir im Akademikerbereich hier für die Schwierigkeiten sehen auf dem Arbeitsmarkt. Und da sollte es wirklich so sein, dass man hier eben den Stellenwert auch entsprechend betont und der beruflichen Bildung ihren Stellenwert gibt. Und mit diesem Bildungskonto das transparent zu machen und auch die Konsequenzen dann daraus zu ermöglichen, das erscheint mir eigentlich ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Also ich würde so ergänzen, ja, es gibt zwei Überlegungen. Das eine ist, wie hoch bewerte ich dieses Konto? Also wie viel ist da drauf für jeden? Wenn jemand Musik studiert, ja, dann hat er ein sehr teures Studium und wenn er Philosophie macht, kostet es wenig. Das heißt, ich muss einmal die Studienrichtungen bewerten und ich muss mich dann auch fragen, was ist denn, wenn er das alles aufgebraucht hat? Was macht dann derjenige, der jetzt mit seinem individuellen Bildungsinvestitionskonto oder wie immer man das dann nennt, sein Studium abgeschlossen hat, kurz arbeitet und dann wieder arbeitslos und braucht eine Zusatzqualifikation. Jetzt hat er aber also aufgebraucht, jetzt muss er das privat finanzieren und dürfte eigentlich keine der bisherigen Finanzierungsquellen mehr in Anspruch nehmen, sei es Arbeitsmarktservice, sei es eine Förderung des Landes. Also was mache ich mit denen, die ausgeschöpft haben? Aber im Prinzip ist es natürlich so, dass jene, die jetzt weniger beansprucht haben aus dem öffentlichen Bildungsbudget und zum Beispiel nicht studiert haben, sehr wohl eine spezielle Förderung beanspruchen können sollten für ihre berufliche Weiterbildung. Das ist sicherlich ein interessanter Ansatz. Ich stimme vollkommen zu. Man muss sich das natürlich dann wirklich im Konzert der anderen Förderungsmechanismen und Maßnahmen und Ansätze überlegen. Also da wird sicher sozusagen eine breite Diskussion geführt. Meines Erachtens ist quasi mal klar, dass zum Beispiel AMS-Service Qualifizierungsmaßnahmen da jetzt sozusagen nicht drunter fallen. Nicht? Die Situation, arbeitslos zu werden, kann man, glaube ich, nicht abdecken dann über so ein individuelles Bildungskonto. Also das wäre jetzt nicht das Plädoyer, dass man jetzt die AMS-Qualifizierungsleistungen hier jetzt reduziert bzw. überhaupt ganz streicht, sondern man muss sich das Konzert überlegen, diese verschiedenen Ansätze. Ich würde vorschlagen, dass wir mal schauen, wie so diese letzte Frage, wie kann Marktwirtschaft und öffentliche Verantwortung vereint werden, um sinnvolle Lösungsansätze für die Erwachsenenbildung zu generieren. Also wir haben ja schon diese Richtung einiges andiskutiert. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Bereiche, wo Sie sagen, das wäre ein spannender Themen, wie können wir das sinnvoll auf einen Nenner bringen?
Haben Sie da noch Ideen oder gibt es auch seitens der Teilnehmerinnen noch Ideen? Ich möchte Sie auch einladen, an der Diskussion teilzunehmen oder noch einmal Fragen zu stellen. Welche Ansätze sehen Sie? Was sind so Ihre Visionen für die Zukunft, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen? Das kommt. Ja, ich sage noch gerne ein paar Sätze dazu. Ich denke, dass natürlich dieser voluminöse Markt Erwachsenenbildung durchaus auch hier und da abgefedert wird, indem die öffentliche Hand hier interveniert durch Förderungen. Das hat sich aufgebaut in den letzten Jahren. Also in Wien wurde 1995 der WAF gegründet, der Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds, und kurz darauf dann das Bildungskonto des WAF eingeführt. Vorher gab es schon eine Länderförderung, zum Beispiel im Bundesland Kärnten. Mittlerweile gibt es das in allen Ländern. Das ist natürlich eine Reaktion darauf, dass wir im Bereich der Erwachsenenbildung doch auch ziemliche Preissteigerungen beobachtet haben, und das spüren natürlich die Menschen, und sie nehmen diese Förderungen sehr gern an. In unseren Umfragen wird das immer wieder betont, wie wichtig auch eine öffentliche Kofinanzierung von Weiterbildung ist. Die Betriebe leisten hier schon ziemlich viel. Sie investieren doch, wenn man jetzt den CVDS4 sich anschaut, diese europaweite Untersuchung, und wenn man die Lohnausfallkosten auch mitrechnet, 1,5% der Personalkosten, das ist immerhin schon ein hoher Prozentsatz. Was wir eben in Österreich sehen, ist eben auch diese untypisch hohe Eigenbeteiligung. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Wenn man das vergleicht mit Ländern, mit Schweden, aber sogar mit Australien, das kam ja damals auch als eines der Hauptergebnisse raus aus der Studie, die zu Anfang zitiert wurde. Jeder glaubt, in Australien, die Menschen würden da viel für ihre Weiterbildung aufwenden. Ist eben nicht so. Deswegen sind diese internationalen Vergleiche auch so wichtig, damit wir auch etwas daraus lernen und unsere eigene Position bestimmen können. Wir haben als Arbeiterkammer 2002 den sogenannten AK-BIMS-Gutschein eingeführt, der sehr gut angenommen wird, der auch motiviert zur Weiterbildung und selbst in Weiterbildung zu investieren. Ich glaube, dass man sehr aufpassen muss, dass jetzt bei den konkurrierenden Ausgaben die Mittel der Länder nicht zurückgefahren werden. Wir haben gesehen, in Oberösterreich, da gab es eine leichte Kürzung des oberösterreichischen Bildungskontos. Also es sollte sich in die andere Richtung bewegen, und die selbstverständlich nicht die Mittel des AMS sind unersetzbar in der österreichischen Erwachsenenbildungs- und Weiterbildungslandschaft. Ja, danke. In England gibt es, es ist relativ üblich, dass Menschen für ihre Weiterbildung einen Kredit aufnehmen. Wir nehmen in Österreich Kredite für Autos auf, die möglicherweise sehr schnell wieder ihren Wert verlieren. Bildung gewinnt an Wert. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie diesen Ansatz? Bildung private Finanzierung zu langfristig zu finanzieren auch. Herr Dr. Zeitler. Ja, ich meine, ich denke, dass es schon seinen Sinn hat, dass auch ein Teil der Weiterbildung privat finanziert wird. Das bedeutet ja, dass es dem Einzelnen etwas wert ist und dass er ihm einen Teil seines Einkommens dafür zur Verfügung stellt. Ich sehe das ja schon auch positiv, und ich sehe auch sehr begrüßenswert, dass den Unternehmen, den Arbeitgebern das beträchtliche Summen wert ist. Möglicherweise ist auch manches in beiden Fällen durch Kredite finanziert, das wissen wir nicht. Ich glaube zumindest, dass wir das nicht wissen, wird aber zum Großteil nicht der Fall sein. Ich glaube, dass das schon ein positives Zeichen ist. Aber wir sollten nicht darauf verzichten, dass natürlich es eine öffentliche Förderung gibt, dort wo man eben
steuernd, eingreifend etwas Besonderes forcieren will, dort wo man Menschen helfen will, die darauf angewiesen sind. Das ist, glaube ich, alles sehr wichtig. Und man sollte doch die Freiheit lassen, dem Markt. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger, um auf das Stichwort zurückzukommen, demokratiepolitischer Gesichtspunkt ist, dass eben Bildungsanbieter eine freie Wahl haben ihrer Inhalte, wie das eben jetzt der Fall ist. Aber es sollte eben die Qualität gesichert sein und dort, wo es erforderlich ist oder Steuern sinnvoll ist, eben eine deutliche Förderung eingreifen. Okay, ich glaube, das war schon ein sehr schönes Einleitung der Schlussrunde. Ich möchte gerne die anderen beiden Podiumsteilnehmer noch um ein Schlusswort bitten, um dass wir zu diesem Thema, um das Ganze abzurunden. Was ist Ihnen wichtig, Herr Magister Tölle? Was wäre Ihnen noch wichtig weiterzugeben, was in, oder auch was für die Zukunft im Bereich Bildung, Erwachsenenbildung, öffentliche, private Finanzierung? Vielleicht noch kurz zum Thema Kredit. Wir haben das ja in Österreich seit dem Jahr 2005, da gibt es analog wie zum Bausparen auch das Bildungssparen. Und ich habe das einmal untersucht, wie stark das beansprucht wird, und da ging es durchaus um ein Volumen von 20 Millionen Euro im Jahr. Also es gibt schon Leute, die sich über einen Kredit, eine Weiterbildung oder auch eine Ausbildung finanzieren, für die es ansonsten keine Förderung gibt. Vielleicht haben wir im Vergleich zum anglophilen Raum nicht diese Tradition, in die eigene Bildung zu investieren. In den USA werden ja unglaubliche Kredite aufgenommen, um zum Beispiel in Harvard zu studieren. Ja. Das ist glücklicherweise bei uns nicht erforderlich. Was ich mir wünschen würde, um jetzt auf Ihre Frage, auf die letzte Frage einzugehen, dass wir die schönen Ansätze, die in den letzten Jahren entstanden sind, weiterführen und die Förderungen jetzt ausdehnen, auch, wie schon angesprochen, auf die Berufsreifeprüfung. Wenn man die ablegt, kann man rechnen mit einer Investition von 3.500 Euro. Das auch, und da habe ich eben diesen Artikel geschrieben, jetzt für das aktuelle Magazin, für die aktuelle Ausgabe. Wir müssen uns diesen Bereich Deutsch als Zweitsprache genauer anschauen. Denn wenn wir sagen, Deutsch ist so wichtig für all jene, die nach Österreich kommen, dann sehe ich sehr wohl, dass das auch eine öffentliche Verantwortung ist. Und ich glaube, man darf das nicht allein wenn man einem S überlassen, sondern muss es größer ansetzen. Und es sind ja nicht alle anspruchsberechtigt, hier jetzt vom AMS einen Deutschkurs zu bekommen. Also da ist schon ein Handlungsfeld, und das Fachkräftestipendium läuft aus Ende 2018. Da haben wir jetzt eine Befristung, und da sollten wir an einem Nachfolgemodell arbeiten, wie immer das dann auch heißen wird, das aber jedenfalls sicherstellt, dass auch erwachsene schulische Ausbildung, die eine entsprechende Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt haben, erwerben können. Möchtest du kurz bestätigen, dazu, dass mir hat erst unlängst jemand gefragt, wie kann das sein, ich habe vom AMS finanziert einen Deutschkurs bekommen, jetzt habe ich einen Job erfreulicherweise bekommen, jetzt ist diese Finanzierung eingestellt. Das ist irgendwo etwas, was nicht ganz stimmig ist. Ich wollte es nur kurz einwerfen. Ja, danke. Kurt Schmid, darf ich dich noch um ein abschließendes Statement bitten? Ich hätte vielleicht zwei Aspekte, auch noch mal kurz zu den Bildungskrediten. Also ich sehe es auch, glaube ich, ganz ähnlich wie meine beiden Kollegen, sozusagen als also Nischenphänomen oder Nischenmöglichkeit, natürlich eine Möglichkeit im Sinne von wirklich breiter Anwendung als Finanzierungsinstrument für sozusagen die quasi breite Masse, halte ich es für sehr problematisch und eigentlich untauglich, weil man natürlich einkommensschwache Personen damit fast automatisch vom Zugang zur Bildung ausschließt oder das ganz stark hemmt. Und die zweite Geschichte ist auch die, nicht jede
Ausbildung, Qualifizierung, Überqualifizierung realisiert sich in höheren Einkommen. Das heißt, die Frage der Rückzahlung der Kredite ist eine ganz manifeste. Also ich halte das sozusagen als Bildungskredite, als breites Finanzierungsinstrument nicht wirklich für tauglich. Ein zweiter Aspekt, und das ist ein bisschen so auch, da schlägt der Forscher wieder auch ein bisschen durch, und eben vielleicht auch diese Frage zur Vereinbarung, oder ist es sinnvoll, gibt es sinnvolle Lösungsansätze, wie man marktwirtschaftliche Mechanismen, öffentliche Verantwortung vereinen kann. Ich glaube, ein Weg der Vereinigung ist, wirklich genau hinzusehen, wie Finanzierungsinstrumente, Finanzierungsmodi wirken. Als ein Beispiel vor etlichen Jahren, ich weiß nicht mehr, was in Belgien oder in Dänemark, ich glaube es war in Belgien, hat es die Initiative, die staatliche öffentliche Initiative gegeben, dass jede Person Weiterbildungsvouchers, also Gutscheine, in einer gewissen Höhe bekommen hat. Und man hat sozusagen dann das dann am Weiterbildungsmarkt einsetzen können, Kurse belegen können. Was ist passiert? Der kurzfristige Effekt war sozusagen wunderbar, ein sprunghafter Anstieg der Weiterbildungsbeteiligung. Also viel mehr Menschen als zuvor haben Kurse belegt. Nach ein paar Jahren, und das ist ziemlich bald, nach glaube ich 3, 4 Jahren, ist auf einmal die Weiterbildungsbeteiligung rapide wieder zurückgefallen auf das Niveau, das vor dieser Gutscheinaktion vorlag. Was ist nämlich passiert? Die Weiterbildungsanbieter haben die Kurskosten in dem Ausmaß erhöht, wie es die Vouchers waren. Also, und das ist also mein Plädoyer auch ein bisschen aus einer Forschungsperspektive. Erstens, nicht alles, was gut gemeint ist, setzt sich allalong als wirklich gut um. Und es ist schon notwendig, glaube ich, eben auch wirklich genau hinzuschauen, wie wirken unsere Instrumente? Sind sie wirklich so gestaltet, dass wir die intendierten Effekte zumindest teilweise erreichen? Oder kreieren wir nicht manchmal auch wirklich nicht intendierte Effekte? Und dann muss man sozusagen wirklich auch reingehen und diese Förderinstrumente abändern, streichen, neue Wege versuchen zu gehen. Und denke mal, da könnte zum Beispiel auch von Forschungsseite ein Beitrag kommen. Ja, danke. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlussstatement. Und ich möchte mich bei Ihnen allen sehr herzlich für Ihre Teilnahme bedanken, für Ihren Input zu diesem Thema. Und wir werden wir haben das aufgezeichnet und es wird in der nächsten Woche auf erwachsenenbildung.at verfügbar sein, unser Web-Talk. Ich bitte alle Teilnehmerinnen noch dann zum Schluss die Feedback-Umfrage auszufüllen und dann auch den Raum bewusst dann auch zu verlassen. Ich möchte Sie noch hinweisen auf unsere nächsten Web-Talks, nämlich nächste Woche schon am 16. Oktober wieder um 16 Uhr zum Thema Basisbildungsbedarf der Öffentlichkeit mit der Sonja Muckenhuber und Julia Schindler. Und am 8. November um 15 Uhr zum Thema offene Bildungsressourcen und Erwachsenenbildung mit Jöran Muß-Mehrholz und dem Gerhard Bisowski. Ja, nochmals herzlichen Dank allen Podiumsteilnehmern. Herzlichen Dank allen Teilnehmerinnen, vor allem die bis zum Schluss ausgeharrt haben. Und ich hoffe, es war für Sie auch einige interessante Aspekte dabei. Und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you.